Hallo und damit herzlich willkommen zu Operation. Ich habe ein bisschen Shit gecraftet, wie ihr seht, denn ich möchte an einem coolen Eisenspot erstmal mir zu Beginn der Folge ganz schnell eine kleine Eisenfarm hinbrettern. Ich habe mir auf dem Weg einen kurzen Bulldog, nice. Und da sind wir, Leute, da sind wir. Wo war nochmal das Eisen? Ich glaube, wir mussten runterscruisen. Holy shit, ich bin zu schnell, mein Bonbon ist mir aus dem Mund gedroppt. Das esse ich nicht mehr. Die Frage, ob sich das lohnt, weil hier halt nur ein Eisenstein, okay, zwei Eisensteine sind. Ich gucke mich mal kurz um. Sieht nicht so aus. Das ist eine Zipline hier. Ride Zipline. LOL. Aber ich kann sie irgendwie nicht riden. Nee, ist nicht wahr. Kann ich in der Luft mit meiner Waffe schießen? Kann ich. Krass. Hier gerade ein bisschen wie in der Schule. Nämlich scheiße, weil hier kein Eisen ist. Muss dazu sagen, Grundschule war ja noch nice. Ja, Grundschule ging noch. Das nur mal am Rande. Nur mal ganz am Rande. Hat damit eigentlich gar nichts zu tun, aber eigentlich dann auch schon wieder schon. Da hat einem nämlich noch keiner ins Gesicht gesagt, dass man scheiße ist. Da konnte man noch spielen. Ja, okay, Leute. Sieht so aus, als müssten wir wohl oder übel doch da hinten die Scheiße bauen. Weiß nicht, hattet ihr auch einen Moppelplan damals? Oder habt ihr einen Moppelplan? Kennt ihr das? Das Konzept des Moppelplans basiert darauf, dass die Schüler ihr Zeug selbstständig machen. Und ohne Scheiß, Leute, das ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Jetzt habe ich mich verbaut. Wir wurden einfach mal eingesperrt, um an unserem Moppelplan weiterzuarbeiten. Gab nämlich immer so einen Moppelraum passend zum Moppelplan. Und in dem Moppelraum durfte eben auch gearbeitet werden, wenn man am Moppelplan gearbeitet hat. Und wir waren da einfach eingesperrt. Ohne Essen, ohne Trinken, ohne ein Flatscreen, ohne unseren Pogo-Stick. Das grenzte auf jeden Fall an Folter. Gut. Vielleicht muss man dazu sagen, dass wir die Schule zerstört hätten, wenn wir frei rumlaufen dürften. Hatte, glaube ich, schon einen Grund, warum wir da nicht raus durften. Ich muss auch gestehen, dass ich meinen Moppelplan so gut wie nie fertig hatte. Das heißt, ich habe die Aufgaben, die ich in einer Woche machen sollte, so gut wie nie fertig gemacht. Ich glaube sogar nicht mal, wenn die versucht haben, mich zu zwingen. Aber ich meine, welcher 12-jährige Furz wird das denn auch machen? Vor allem, wenn die dich dabei noch einsperren. Und auch ungelogen, Leute, ab der 6. Klasse, ziemlich ab solchen Aktionen, habe ich auch komplett aufgehört, für die Schule zu lernen. Ich habe nur noch Shit für die Schule gemacht, wenn der Weltuntergang drohte. Oder einfach, bis mein Physiklehrer kam. Das Witzigste ist, ich war nie besonders schlecht. Lehrer haben meinen Eltern einfach immer nur erzählt, ja, Frau Schatzhubert, ihr Sohn kann es ja, aber er zeigt es irgendwie nicht. Woran liegt's denn? Ist er krank? Hat er eine Psychose? Wird er zu Hause gemobbt? Das ist kein Scherz, Leute. Die haben wirklich fast 8 Jahre ihres Lebens damit verschwendet, zu gucken, was ich für ein Problem habe. Teilweise habe ich sogar gesagt. Natürlich gab es wegen mir auch die ein oder andere Schulkonferenz und ich habe wörtlich gesagt, dass ich einfach nur keinen Bock habe. Die Moral von der Geschichte: Verwette dein Arschloch nicht. Natürlich gab es auch das Gegenteil von mir. Ich weiß jetzt sogar, wofür diese kleinen Käfer gut sind, diese goldenen. Das ist nicht wahr! Das ist nicht passiert! Alter! Geschafft! Jetzt wird aber geflogen. Mit den gelben Käfern kann man nämlich sein Bulbdog wieder aufladen. Dann gab es nämlich noch die Mädchen. Oh. Leute! Bei denen hat der ganze Wumms gezogen. Ich habe auch keine Ahnung, was bei denen im Kopf abging. Dachten die sich so, lass uns lieber lernen, vielleicht töten die uns sonst. Oder keine Ahnung. Übrigens arbeite ich gerade darauf hin, weil ich gerade so viel wieder erzähle, dass ich mir hier eine schöne Plattform bauen kann, um an einem Felsen endlich mal meinen Scheiß aufzubauen. Ich probiere das mal kurz aus. Und ungelogen, Leute, in der 12. Klasse. Herr Müller, haben Sie extra Aufgaben für uns? Ein paar mehr Übungsblätter vielleicht? Können wir mehr Hausaufgaben kriegen? Können wir ihn in den Arsch kriechen? Oder vielleicht den Pimmel lutschen? Ich bin da nicht drauf klargekommen. Für die, die es nicht wissen, ich bin auch nach der 11. von der Schule gegangen, weil ich mir den ganzen Sümkes nicht mehr geben konnte. Schule suckt, Leute. Schule suckt. So, jetzt probieren wir mal kurz den Aufzug hier aus, weil der ist neu. Holzaufzug. Ah, ist jetzt obstructed, ne? Habe ich blöd gebaut. Okay, aber das Prinzip ist, denke ich, klar. Alles cool. Alles cool, man. Alles cool. Alternativ machen wir es halt einfach erstmal mit Leitern. Wäre das nicht vielleicht irgendwie leichter? Aber wir brauchen halt einen Aufzug für unsere Dinos dann. Deshalb, nee. Ah, da ist so ein Leuchtkäfer. Jetzt können wir das einmal ausprobieren. Mein Bulbdog sollte sich dadurch nämlich wieder aufladen, wenn ich den hier... Nice, hat funktioniert. Zwar würde ich gern ein paar Ziplines bauen. Ich weiß gar nicht, brauche ich nur eins, damit das funktioniert. Ich weiß, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus. Ich würde halt gern irgendwie eine Strecke bauen zu meiner Farming Base, da wo ich mich entlang sliden kann. Das finde ich halt richtig cool. Als ob. Wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass es so komische Viecher gibt, mit denen man wohl angeblich auf den Ziplines, die man hier, wartet mal, ich habe dir noch gar nicht angeguckt, die man hier verschießt, laufen kann, auf dieser Linie. So, ich probiere nochmal das mit dem Skrosen hier, zack, in der Hoffnung, dass ich vielleicht diesmal nicht so, ich zitter. Ihr seht das, ne? Warum ist das so? Kann das jemand irgendwie erklären? Und mein Plan ist, genau, hier in die Richtung zum Eisen, kann ich ja locker skrosen.
kann ich ja locker cruisen. Ja, ich übe jetzt mal kurz die Route, dass ich auch genau weiß, wie ich da lang fliegen muss. Einfach hochlaufen. Ich werde später sowieso umziehen. Es geht jetzt nur um den Anfang. Einfach hochlaufen. Easy peasy. Und dann ist hier schon die dicke Cruisung. Einmal runter bitte. Roms, Alter. Dass man da keinen Fallschaden nimmt. Okay, die einzige Frage ist, Weg zurück. Kann man an der Seilbahn hochscruisen? Ich meine mich dran zu erinnern, dass es irgendwie einen Motor gibt oder so, mit dem man dann auch die Ziplines hochfahren kann. Okay, wir brauchen Fabricator und dann den Motor für die Zipline. Dann geht's nämlich ab. Ich hab schon in einem Video gesehen, dass man von den Ziplines übelst hoch abspringen kann. Ich weiß aber nicht, ob die Höhe hier reicht. Mit der Grappling Hook geht's nur so knapp. Keine Ahnung, ich möchte dann halt auf jeden Fall von hier am besten nach da oben, ne? Also am besten... Wartet. Und hier... Oh, diese Legs, ne? Nach. Alter, das klappt. Huhu! Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wie cool klappt das jetzt hier? Und wo ist die Zipline? Ach, fuck. Nee, die hängt scheiße. Komm's. Und? Right Zipline. Mama mia, mama. Mama mia, mama. Und der Plan ist... Oh, leck mich fett. Jetzt habe ich hier alles gesiplined, Alter. Kompletter Bullshit. Das mache ich alles nochmal neu, wenn ich den Motor habe. Dann baue ich das hier auch richtig. So, und jetzt nochmal richtig ohne runter zu plumpsen. Nice. Funktioniert 1A. Eisen haben wir jetzt auf jeden Fall. Fuck, wir brauchen Öl. Wo gibt's das denn? Also wenn ihr wisst, wo es Öl gibt, gerne ab in die Kommentare damit. Ich leuchte das mit der Schule. Wirklich eine ganz abartige Sache. Deswegen, Freunde, lernt aus meinen Fehlern und geht einfach nicht hin. Könnte sein, dass wir jetzt unsere Plattform haben. Out of Placement Range? Was? What? Wie nah ran muss ich denn? Out of Placement Range? Laber keine Scheiße. Ach, was sind das jetzt für ein Spielverderber-Spökes? Oh, ich raste aus, Alter. Runter da und ausloggen. Tschüss. Ich gehe jetzt schnell noch einmal gucken, ob ich vielleicht noch eins von diesen Viechern finde. Oh, nee. Wisst, welche ich meine? Die da. Sind die das? Ja, eins von denen wollte ich. Einen Ravenger wollte ich. Ich glaube, ich habe einen Plan, der gut funktionieren könnte. Ich hänge mich jetzt einfach hier, ich hänge hier am Pilz, ja. Schieß jetzt mit der anderen Grabbel den Alpha ab. Als ob ich genau unter mich jetzt nicht hinschießen kann, ey. Wollt ihr mich ficken? Oh, ist doch ein schlechter Scherz. Okay, bessere Idee, wir gehen noch ein Stück hier rüber. Da ist eine kleine freie Stelle. Ah, noch ein kleines Stück. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. So kommen wir dem Ganzen doch schon ein ganz gutes Stückchen näher. Kann ich auch den Alpha treffen? Oh, geil. Okay, er ist gerade irgendwo weggescruised. Irgendwas ist irgendwo hin, ist er. Scheiß doch die Wand an. Da ist er. Okay, ich habe einen Plan. Huah! Nämlich falsche Maniacs hinterher. Oh, war kein Hit, schade. Ich muss gucken, dass ich jetzt wieder hier an die Wand komme. Nice, dass der mich hier wieder will. Da hinten, da läuft er. Jetzt rennt er wieder. Oh, das ist echt nervig. Jetzt kommt er. In den Lauf. Oh, als ob das kein Hit war. Rennt gerade hart weg, Leute. Ich habe einen Plan. Zum Anlocken. Dass ich mir nämlich Leine. Wenn die kommen, dann ziehe ich mich wieder ran. Sie kommen. Frage ist, ob der das ist oder ob das nur ein anderes Rudel-Alpha jetzt ist. Das ist nur ein anderer Rudel-Alpha, ne? Und go, go, Gadget, Leute. Jetzt mit dem Fallschirm ran. Mit dem Fallschirm ran. Hoffen, dass wir ihn catchen können. Oh, war kein Hit. Oh, lol. Verpissung. Dickste Verpissung. Huhu. Das war mehr als Knapoloris. Schon wieder, die jumpen mich ja richtig an, die Viecher. Boah, welcher ist denn jetzt mein Alpha? Es leuchtet keiner mehr. Da war's, wir nehmen uns erstmal so ein Level 6er. Ich habe jetzt schon so viele Pfeile reingeballert. Scheiß drauf. Er liegt. Ich habe aber Fleisch, das sollte ja das Nahrungsmittel der Viecher sein. Komm schon. Komm schon. Shark zu Bert, go. Die Viecher haben Aggro verloren, weil ich so weit weg bin. Lass mich mal kurz runter. Ganz gediegen. Schau mal kurz, wo er war. Wo ist der denn? Da liegt er. Ich glaube, ich bin safe. So halb. Frisst er das? Mal gucken. Da ist er. Kann ich den reiten? Naja, aber nicht jetzt. Okay. Whistle passive und go, up to the base. Ist zwar übelst low-level, das Viech, ja. Mit übelst meine ich so richtig, aber ich möchte halt einmal zumindest gucken, was der kann. Okay, Leute. Rechtsklick. Linksklick. E. Ist klar. Jumpen tut er ja halt auch echt nice, ne? Kann er einen Double Jump? Nee, ne? Aber das wäre zu witzig. Movement Speed ist auch okay. Theoretisch, wenn man davon einen cooleren findet, dann hilft er einem echt mobil unterwegs zu sein. Tschüss!